Konstantin Becker, für mich hat er immer, obwohl das eigentlich aus der 68er Zeit ist, für mich hat Konstantin Becker immer bedeutet, Aufruhr gegen das, was ist. Ich weiß nicht, wie gut Sie Ihr Spanisch, wollte ich schon sagen, Bayerisch, versteht. Vater, lass mich raus aus deinen Krallen. Mutter, lass mich gehen aus deinen Armen, aus deinen Armen. Ich möchte alleine auf die Schnauze fallen. Ich habe Schwierigkeiten auf der Arbeit. Alles ist nicht so, wie der Junge, der von dem er spricht, 17 Jahre alt, 17 Jahre ist der Bub. Und das ist die Zeit, in der viele der 68er waren. Bedenken Sie, wir hier Bremer, die Bremer Straßenbahnunruhen, die werden von 16-, 17-Jährigen, sogar noch jüngeren Betrieben getragen, zu einem Erfolg zu erreichen. Das ein kleiner Hintergrund in dieser Musik. Konstantin Becker ist nun, weiß Gott, auch inzwischen älter geworden. Also, Herr Kohlenberg hat das erwähnt, das Aufbrechen. Das Aufbrechen, das Abbrechen von etwas, das Einbrechen in etwas und was ist noch für in der deutschen Sprache, die mit den Präpositionen ja wunderbar umgehen kann und Wörter, heideggische Philosophie, die Grammatik des Bindestrichs, die man da machen kann. Es geht um Brechen, es geht immer um Einbrechen. Aber dann mit Schattierungen, die eben durch diese, wie viele habe ich mir ein, sechs einfallen lassen, und es gibt garantiert noch drei andere, das Zerbrechen schließlich vielleicht auch. In irgendeinem Sinne, und wie es im Einzelnen gewesen sein mag bei einzelnen Personen, die meinen, zu Recht und Unrecht, romantisch oder rational, sich unter die 68er gemischt zu haben, das kann uns ganz egal sein. Denn es war eine Zeit, ein Jahrzehnt mit dem Höhepunkt in 1968, in der diese Zeit viel geschehen ist, was es vorher nicht gab. Ich werde mich jetzt hier in dem Vortrag auf die algorithmische Seite dessen, was da geschah, die algorithmische Seite dann ganz liebenswürdig, vielleicht naiv, ja, naiv, auf die künstlerische Seite kaprizieren. Dort können wir uns immer noch ziemlich sicher fühlen. Dort sind wir nicht sofort moralisch verwerflich mit allem, was wir tun, solange wir jetzt vielleicht nicht mit aller Kraft den Kunstmarkt betreten. Dazu diese und jene Bemerkung, und was ich Ihnen zeigen und sagen will, unter dieser Überschrift, wird mehr oder weniger ein Mosaik sein, dass Sie dann in Ihrer Wahrnehmung, in Ihren Köpfen, in Ihrem es alles ablehnen, das eine oder andere nochmal nachlesen, nachdenken, hören, keine Ahnung, es ist alles völlig egal. Von mir hören Sie jetzt nur Schallwellen, mit denen ich etwas verbinde, dann, wenn ich sie produziere. Sie hören die, aber vielleicht denken Sie auch, ich packe mal meine Stöpsel da rein, und Sie haben dann einfach eine nette Stunde, vielleicht, man weiß es nicht. Als Mann, vielleicht auch ich, ja doch, das würde ich beanspruchen, sich an etwas rangemacht hat, sehr naiv, was dann bald, sehr bald, in nahezu Nullzeit Computerkunst genannt wurde.
Manche von uns haben ziemlich bald auch gesagt, das ist aber ein blöder Ausdruck. Computer Art, Computer Kunst. Und mit einem, der nachher auch nochmal auftreten wird, Manfred Mohr, habe ich mich, ich weiß das ja nicht mehr, es wird wahrscheinlich 1969 gewesen sein oder sowas, in Edinburgh unterhalten. Du sag mal, wie soll man das jetzt eigentlich nennen? Computer Art, no, in keinem Fall. Und dann kam raus algorithmische Kunst, so müssen wir das sagen. Und dann hat der Manfred Mohr auch gesagt, ja, das mache ich jetzt. Er hat es dann bald wieder aufgegeben. Weil zu der Zeit, Ende 60er Jahre, sozusagen, ein bisschen übertrieben, kein Mensch mit algorithmisch etwas anfangen konnte. Was um Himmels Willen ist denn das? Was ist das für ein neuer komischer Rhythmus? Rumba ist es nicht, Hip-Hop, und das gab es ja noch nicht, egal. Er hat das wieder fallen lassen, ich habe das mindestens heimlich für mich bewahrt. Jetzt sehen Sie zurzeit an manchen Straßenbahnhaltestellen eine Reklame, großes Plakat von Facebook, ist es glaube ich, Algorithmus. Der Facebook-Algorithmus steht da. Ohne jede weitere Erklärung, auch kein Sternchen dran und unten eine Fußnote, was das denn sei. Aha, und wir wissen, warum das so ist. Seit Edward Snowden. Aber das ist jetzt, Programmieren, Computer, das hat was mit Programmieren zu tun. Und dass dahinter aber noch was anderes ist, das sogenannte Algorithmus, das ist geradezu schon ein neuer Mythos geworden. Nämlich ein Wort, zu dem die genaue Bedeutung ganz wenige nur wissen. Es wird aber verwendet, immer dann, wenn Computer jetzt wieder was machen, was wir nicht durchschauen. Ah, da ist ein Algorithmus. Und wer durchschaut, was Facebook macht oder Google? Ich jedenfalls nicht. Keine Ahnung. Als das also so war, naiv, da möchte ich jetzt drei Leute hier ein bisschen zu Bild und zu Wort kommen lassen. Georg Nees. Am 5. Februar 1965 wird eine Ausstellung eröffnet, eine kleine Ausstellung, gerade mal zwei Wochen lang in Stuttgart. Ich habe dorthin geschrieben, wo, weiß nicht, kann man das bis hinten hin lesen? Wie sie ja, sprechen? Gut. Danke. Also sowas gab es da, Studiengalerie des Studium Generale. Was das Studium Generale war, das kann fast niemand von Ihnen mehr wissen. Die aber aus dem Krieg herausgekommen sind, die wissen das. Das war eine amerikanische Erziehungsmaßnahme. Die Deutschen, die hatten da ja Universitäten, die Universitäten wie andere auch, die waren, kleine Mitteilung, die erste gesellschaftliche Einrichtung im Deutschen Reich, die melden konnte, wir sind gleichgeschaltet. Die Universitäten. Gleichgeschaltet war eine Einrichtung, eine ganze Gruppe von Einrichtungen dann, wenn sie von der NSDAP kontrolliert waren. Die Universitäten waren die ersten. Nicht die Schulen, nicht die Krankenhäuser, nicht die Gefängnisse, sondern die Universitäten. Es muss uns schwer zu denken geben, in 68 wird darüber nachgedacht. Ziemlich stark. Gut, zurück. Also Studium Generale gibt es und da gibt es eine kleine Galerie drin, die ist ganz experimentell. In der Philosophie ist es angesiedelt. Der das macht, auf den komme ich dann gleich noch mit einer Kleinigkeit, die Sie hoffentlich ein bisschen erschrecken wird. Dort wird Philosophie und Wissenschaftstheorie gemacht und die Geschichte, warum Georg Nees dort auswählt, das sind drei der Arbeiten, die gezeigt werden. Das lassen wir jetzt fallen, können wir uns irgendwann mal unterhalten. Gefällig. Ein kleiner Blick auf das ganz rechte 23 Ecke. Dort sehen wir sehr schön, ob er das so beabsichtigt hat, weiß ich nicht und es ist auch völlig egal. Denn ich schreibe ihm das jetzt zu. Er zeigt hier das Prinzip jeder Art von Programmierung. Es wird ein Muster programmiert und dieses wird mehrfach, oft, beliebig oft, ausgeführt. Ein Programm ist immer dann gut,
das, was man für einen Computer macht, wenn es Parameter enthält. Ein Parameter ist eine veränderliche Größe. Hier geht es um 23 Ecken, das 23 ist ein Parameter. Dann könnte man da eine 21 reinmachen, dann kommt da 21 Ecke raus. Oder eine 17 oder eine 4, was auch immer es sei. Und dann wird, und hier sind ungefähr 140, soviel ich weiß, da gibt es zwei Versionen davon, von dem Bild. Ah, sowas ist auch möglich. Dann wird in jeder einzelnen solchen Stelle, also hier und da, ein 23 Eck gezeichnet, immer zufällig entschieden. Einmal horizontal, dann vertikal, hoch oder runter. Dann wieder horizontal, links oder rechts. Und so weiter, bis das 23 Mal gemacht ist. Und dann kommt ein kleines ästhetisches Schmankerl dazu. Wenn man es schlecht noch sehen kann, hier vielleicht oder da, der letzte Punkt wird mit dem ersten schräg verbunden, so wie sie halt liegen. Durch diese kleinen Schrägen, manchmal sieht man sie gar nicht, weil die so kurz sind, kommt ästhetisch etwas dazu. Das weicht jetzt ab von dem Schema, immer so und so, immer abwechselnd, wunderbar. Eine kleine Überraschung. Also Georg Hesser, die anderen beiden haben Programmierfehler. Sieht kein Mensch. Also ich jedenfalls nicht. Und da habe ich mir dazu rausgeschrieben, wie er, Georg Mees, das war jetzt das linkeste Bild, Gardine genannt, wie er beschreibt, in dieser kleinen Veröffentlichung, bin das ganz schmal, das ist die erste Veröffentlichung in der Welt über Computerkurs. Habe ich das Wort selbst absichtlich so verwendet. Rot 19, da hinten steht ein Zitat von Hans Bloch. Es gibt auch rote Geheimnisse in der Welt. Ja, nur rote. Hans Bloch, ein poetischer Philosoph. Es gibt auch rote Geheimnisse in der Welt. Ja, nur rote. Deswegen sieht die Serie so aus. Nach dem Tod von Max Benzer ist sie noch ein bisschen weitergeführt worden. In der 60 gibt es solche Hefte. Und das ist hier eine Computergrafik. Und da sind da ein paar drin, was im Nachdenken. Und kleine Texte, die jeweils beschreiben auf diese Weise zu den Gardinen eben so. Zeichnen im Rechteck haben die 60 Parallelen zu den Schmalseiten des Rechtekrams, und zwar so, dass die Parallelen sich mit zufälligen Abszissen, Mathematikunterricht in der Schule, das ist die Abszisse, das ist die Ordinate. X Ordinate, Y zusammen. Ganz egal. Wo ist es? Also dorthin häufen. Wenn ich da zurückgehe, schau, aha. Also, das sind alles parallele Linien, dorthin und dorthin sollen sie sich häufen. Aber was ist mit den beiden Kerben los? Ästhetisch extrem bedeutsam. Da drin. Wie langweilig wäre dieses Bild? Wir würden einschlafen, wenn wir das angucken. Oder die beiden Störungen da drin. Der Computer ist also intelligent, Beweis. Er ist aber nicht künstlich intelligent, sondern maschinell intelligent, denn das hat er wesentlich programmiert. Die, die sogenannte künstliche Intelligenz machen, die schreiben ja die Programme, zum Glück. Manche sagen dann, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das selbst gemacht habe und so, aber die sind halt nicht ganz. Das ist. Wie es zu dem Fehler gekommen ist, das sagt er nicht. Und ich weiß es nicht. Und es ist ganz ausreichend, da muss was ganz Blödes in das Programm. Denn das, was wir da in dem Text hatten, das ist natürlich kein Programm, was wir einer Maschine so knack geben könnten, sondern jetzt müssen wir noch was machen. Aber den Algorithmus beschreibt es sehr wohl. Ja, aber pass mal auf. Häufig.
denn das heißen? Wenn wir zu jemandem sagen, mach mal da etwas, was er machen soll, noch eine parallele, horizontale Linie. Und dann sagt man dazu, so dass sich das häuft. Das bleibt uns dann ganz überlassen, das ist total offen. In der Ästhetik aber geht es immer so zu. In der Algorithmik, beim Computer, darf es so nicht zugehen. Das ist die Spanne, in der alles, was ich erzählen werde, stattfindet. Und mit der hätten wir auch das, was algorithmische Kunst sein mag, zwischen ganz genau für den Computer und ganz offen für uns, findet das statt. Und das, wir kommen mehrfach darauf zurück, das ist neu in der Kunst. Wir sehen noch Max Benzies, weil man, schaut mal, ja, merken Sie geradezu in diesen Fotos die Spannung dieses Menschen? Der ist immer unter Hochspannung gewesen. Also Max Benzies, seine Vorlesung ging immer so. Auf der Rückseite einer Zigarettenschachtel hat er die vier Stichworte, die er jetzt braucht, da kommt er natürlich nicht dauernd mit den Hoffnungen. Okay, und dann rast er wieder da hin und her. Huberstraße 10 in Stuttgart, jeden Montag 17 bis 19 Uhr. Und jeder Intellektuelle von Stuttgart geht da hin. Sonst kein einziger Student. Hier steht der erste und letzte Satz. Ich habe es nur zum Spaß dahin gemacht, aus der kleinen, dem kleinen Text, den Benzi hier zugeschossen hat. Projekte generativer Ästhetik heißt das. Und das fängt so an. Unter generativer Ästhetik ist die Zusammenfassung aller Operationen, Regeln und Theoreme zu verstehen, durch deren Anwendung auf eine Menge materialer Elemente, das muss also irgendeine Bedeutung haben, die als Zeichen fungieren können, nicht es tun, sondern können, in dieser Menge ästhetische Zustände bewusst und methodisch erzeugbar sind. Ein besonderer Zuspruch der immer. Mit rheinischem Akzent. Also, da ist viel reingepackt. Seine ganze Auffassung von Kunst über einem Repertoire, hier genannt eine Menge materialer Elemente, findet etwas statt. Diese müssen gegeben sein. Horizontale, vertikale Striche zum Beispiel, ne, in einer Einheitsmenge, die dann durch eine Operation verlängert oder verkürzt werden kann. Und dann findet alles so statt. Wenn wir etwas programmieren wollen, dann müssen wir solche Vorentscheidungen treffen. Was ist das, was wir hier uns selbst erlauben, verwenden zu dürfen? Wir sehen da unten, guck mal, schreibt da. Und da immer so, immer mit dem Finger. Ich wollte ein Bild zeigen, das war dann nicht hoch genug aufgelöst. Beuys sitzt hier und hier sitzt Benzel. In den 80er Jahren der Podiumsdiskussion in Düsseldorf. 400 Leute. Benze am Anfang überlegen, Beuys ist noch ganz jung, hat er auch schon Mut auf. fängt an, auch was zu sagen, Beuys. Benze unterbricht sofort, definieren Sie erst mal. Ganz verschüchtert, fängt er an, was zu sagen. Definieren Sie Ihren Begriff. Im Laufe der Diskussion kippt das ganze Ungeheuer. Die intellektuelle Arroganz von Benzel verschwindet hinter dem viel menschlicheren, wenngleich genauso arroganten Verhalten von Josef Beuys. Und das Publikum ist dann ganz ungeschwächt. Am Anfang muss sich der Benzel wohlfühlen und zum Schluss hält er die Schnauze. Mein lieber Scholli, also es hat nie jemand hingekriegt, in Stuttgart, ich weiß, habe ich das nie erlebt. Hat immer der Benze alles gesagt. Dort ist er an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Max Bill hatte ihn dorthin geholt. Er hat eine winzige Gruppe nur gehabt,
Information hieß die. Das wollte Bill als, also das hat zu seinem Glaubenssätzen gehört, dass man mit Information, wir sind, das ist, Herr Benze ist in Ulm, Ulm ist 49 gegründet worden und Benze ist bei 52 hingeholt worden. War 4 Jahre dort, hat keinerlei Erfolg gehabt und ist dann enttäuscht, da wieder weg. Ne? Aber immerhin bedenkt wohl, das ist ein Philosoph, der sagt, guck mal, die Karte ist von ihm vollgeschrieben. So ist das immer. Nur wenn Sie zu dem Augenblick, wo Benze schreibt, zuhören, wissen Sie, was da steht. Das ist eine Erinnerung. Es einfach lesen zu wollen, das geht nicht. Alright. Ich lasse das mal. Wir kommen da unten. Das ist schon gut. Ne? Also, das Programm, das zentrale Motiv, sagt er, der generativen Ästhetik und ihrer Objekte, ist das hier: die künstliche Erzeugung von einer Norm abweichender Wahrscheinlichkeiten durch Theoreme und Programme. Und also Sympathenschüttler, die haben das gemacht. Jetzt mussten wir keine Diskussionen führen über, was ist Kunst. Haben wir entschieden, abgelehnt. Bei Benze ist das Wort Kunst nicht verwandt worden. Ästhetische Erzeugnisse, Prozesse, Objekte. Aber nicht Kunst, also viel zu kompliziert. So, und der Benze, der Rees, der hat beim Benze promoviert. Der erste Mensch, der über algorithmische Kunst eine Dissertation in Philosophie gemacht hat, 68 eingereicht, 68. Wissen die Amis alle gar nicht. Der hier, der ist ein freundlicher Herr, ne? Oder? Was meint Paul? Der hat natürlich gedacht, weil er Amerikaner ist, also jetzt ist hier die World Premiere of Computer Art. War eine kleine Notiz in der New York Times, dort im April 65. Ich habe meine Schwede mal gesagt, I'm very sorry to tell you that in Germany people had done what you did before. Und es ärgert ihn ungeheuer, den guten Noll, dass er, das sieht man jetzt nicht. Manche vielleicht in der ersten Kategorie glauben, dass hier ein Copyright steht. Hier kann man es vielleicht sogar ein bisschen besser sehen. Also, er arbeitet für Bell Laboratories. Das ist die Forschungseinrichtung von AT&T. Und zu der Zeit ist ein deutscher Physiker, Manfred Schröder, Chef, und er hält seine Hand auf einer Reihe, Leute hören dazu, von sehr kreativen, würde man heute sagen, haben wir auch nicht gesagt, Menschen, die dieses und jenes ausprobieren, was man mit Computern vielleicht auch machen könnte. Musik ist dabei alles. Ne? Sag mir der Grieche. Sinatis. Danke. Ist nicht bei Bell, aber der kommt öfters mal vorbei. Max Matthews ist dort. Also hier wird er dann später ganz groß, nicht so sehr vielleicht als Komponist, aber hier ist hier. Also eine Reihe von intellektuellen, künstlerisch orientierten Leuten, über die hält Schröder seine schützende Hand. Immer wenn das Management wieder anfragt, was machen wir da eigentlich und was sind das für Produkte und wie können wir da Geld machen, wird schon kommen. Und so dürfen die da, der Noll ist auch bloß ungefähr 1 Jahr in diesem Bereich. Die 3 Bilder, die ihr hier seht, sind nahezu alles, was er gemacht hat. Aber er hat eine kleine Computeranimation gemacht, wunderbar. Ein Auto fährt mit über Lichtgeschwindigkeit die Straße runter. Und dass das über Lichtgeschwindigkeit ist, sieht man daran, dass immer erst dann, wenn er vorbei ist, sieht man in dem Auto, was da eigentlich war. Die Laternenpfähle, die biegen sich von hinten, also mit der Hand vorbei, warum habe ich in dem nicht gesehen, vorhin, was ich da war. Biegen sie jetzt, kommt das da hin. Dann hat er ein Ballett gemacht, das sind auch bloß Stickfingers, so. Um das Prinzip zu zeigen, das können wir machen. Die hatten wunderbare Ausgabegeräte, Mikrofilmplotter, der ist in den Computer integriert,
Und damit kriegen die 0,x Bilder, die sie dann aber immer nur fotografisch zeigen können. Und dann sind die in allerlei Variationen und so. Die Amis, die haben sich um das Material der Kunst nicht gekümmert. War ihnen völlig egal. Das ist anders in Deutschland. Kleines Wort hierzu. Wir sind hier drei Menschen, die Kunstgeschichte kennen und dann wissen die sofort über das Bescheid, nehme ich an. Und das da ist. Siehst du? Also Noll hat das nachgemacht und nur um ein Schwanker, das wird man weiterführen. Also das hat eine runde Form, so kann man sagen. Was mache ich jetzt mit der runden Form, wenn ich einen Computer habe? Ein Kreis. Natürlich ist das überhaupt kein Kreis, ist das überhaupt kein Kreis. Von der Bedeutung her nämlich, muss das so sein, dort ist der Horizont. Das ist eines der Bilder, hat mehrere gemacht, Montrian, die auf seinem Weg zur Abstraktion liegen, wo ja, also in dem Fall hier, Erdzentrum ist da eine Küste, abends scheint die Sonne, es ist ein bisschen ruhig das Meer, es wackelt aber leicht und da hinten geht die Sonne runter, deswegen senden die da noch so fliehen Schatten, die ungefähr 2 Meter heißen, da ist der Sonnenlicht, alles klar. Da muss er jetzt auch eine Entscheidung treffen, Parabel. Und dann schreibt man hier solche Klamotten. Findet ihr doch nicht. Die Analyse, die müsste, wenn man das will, soll simulieren, dann müsste die Analyse viel feiner werden. Viel feiner. Wie oft kommt es vor, dass ein waagrechter Balken durch ein oder zwei Gar senkrechte geschnitten wird? Ja, bei ihm ist alles Mögliche möglich. Dann gibt es noch das, also noch ein bisschen später, Anekdote. Als am 5. Februar die Nees-Ausstellung beim Benze eröffnet wird, denke ich, verdammt nochmal, das kann man also an die Wand einer Galerie hängen. Hat mich herausgefordert. Ich habe auch für mich gedacht, ich habe besser. Natürlich. Also, dann bin ich so Benzregler und sage, kommen Sie mal ins Rechenzentrum, da kann ich Ihnen Sachen zeigen. Ist auch nie gekommen. Das war dann ein bisschen ein Bruch. Also, ich bin dann zu Niedlich, Galerist und Buchhändler, Wendelin. Ich habe da so Bilder und passe da eine Ausstellung, da klar, man ist die nächste November. Okay. Und die war dann aber auch gleich in der richtigen Galerie. Ich habe das vorhin vergessen, Howard Weiss, wo der Noll seine Ausstellung hatte, war in der Zeit, ist lange schon tot, also nicht tot, ja doch, doch, Howard Weiss hat gestorben, aber die Galerie ist schon lange zu. Die war die Avantgarde-Galerie in New York. Naja, die Avantgarde für New York, da gibt es noch viele andere, in Video. Nahm schon bei und genossen. Er stellt da aus. Und deswegen hat er auch Weiß gerne den Noll übernommen und gezeigt. Das war interessant, da waren 2 Ausstellungen ohnehin schon. Dann hat er gesagt, okay, dann hängen wir hier noch solche Wände runter, dann kannst du auch dann wieder kriegen. Ja. Ich war da ganz stolz. Bei der Ausstellung sind die Bilder auch verkauft worden. Der Noll hat einen riesen Vertrag gemacht mit dem Howard Weiss. Wie das da zu einem Karten ist, wenn was verkauft wird, nichts ist verkauft worden. Das haben wir Angst. Okay, ich erzähle jetzt hier zu den Bildern nichts. Die sind auch alle aus 1964. Das da wollten wir jetzt Chinesen abkaufen. Da habe ich auch gesagt, das kriegt ihr nicht. Dann haben sie die Summe erhöht, habe ich gesagt, kriegt ihr nicht. Und habe ich was anderes verkauft. Weil das will ich einfach mal halten. Ja, also die Kunstwerke kann man wirklich, kann man da oben sehen, das wäre unsere Kleinfamilie. Ja. Das da drüben, da wird mit Wahrscheinlichkeiten, wie Benz das verlangt hat, schwer rumgespielt. Deswegen gibt es da immer solche kleinen Häufungen. Könnte ich erzählen, machen wir es nicht. Da muss man ein bisschen was Mathematisches erkennen. Das hat 1966 einen Preis gekriegt für das Rezept.
Stehen wir etwa vor, in, oder sind wir schon durch, einem Abschied vom Meisterwerk? Ich habe gemerkt, als ich mich vorbereitet habe, und habe es ja nicht lesen können, dass bei mir zu Hause ein Buch liegt von Belting, das unsichtbare Meisterwerk. Hätte ich es mal noch gelesen. Also die Meisterwerk-Thematik, die ist viel wichtiger, als ich so ein bisschen naiv verwendet habe. Denn meine feste Überzeugung ist, Meisterwerke gibt es nicht. Natürlich, der Neo Rauch kann noch ein Meisterwerk machen, weil er eins macht. Aber wir werden sehen, und hier war schon angedeutet, in dieser Art von künstlerischer Betätigung sind die einzelnen Werke untergeordnet einem Strom von Werken. Und dann müsste da drin gerade so eines sein, was aus irgendeinem Grund ganz wahnsinnig herausgehoben wird. Hier unten, das wäre... Also, man spricht ja auch vom Meisterwerk dieses Meisters im Sein, Opus Magnum. Das wird dann herausgehoben, ganz zu Recht. Aber wenn wir gucken, dann sind die allgemein anerkannten Meisterwerke ziemlich weit zurück in der Geschichte. Nun gibt es Kunst ja noch nicht sehr lange, bei der Renaissance. Davor ist es ja alles Handwerk. Aber dann gibt es Kunst. Kann man sich auch drüber streiten, aber das ist meine Auffassung. Und so kann es gar nicht gehen. Man könnte, solche Bücher gibt es ja auch, für jedes Jahr ein Werk aussuchen. Das da das Meisterwerk. Und wir finden ganz viele Bücher. Abschied vielleicht vom Meisterwerk. Ich werde drei Künstler, die nur mit Computern arbeiten, seit einiger Zeit, nachdem sie aber anders angefangen hatten zu arbeiten, zeigen, die womöglich eingehen müssen in den Olymp der Meisterwerke der algorithmischen Kunst. Mein Vorschlag wäre es nicht. Harold Cohn, der ist schon vor kurzem gestorben, wäre ein solcher. Er ist ein voll anerkannter Künstler, Alter von 40 Jahren, als er sein Malen aufgibt und zum Computer wechselt, Harold Cohn. Er wechselt gleichzeitig von London, wo er gelebt hat, nach Kalifornien. Er kriegt einen Job in San Diego und bleibt dort bis zu seinem Tod. Zu der Zeit, als er dahin geht, war er einmal auf der Documenta, einmal auf der Biennale Venedig. Also niemand in der Computerreihe kann auch nur entfernt da anreichen. Niemand. Dass Cohen dorthin wechselt, hat private Gründe. In Kalifornien begegnet er aber sozusagen dem Computer, begegnet er einem der schlimmsten der künstlichen Intelligenz, Edward Feigenbaum, und von dem übernimmt er, das ist durch ihn angeregt, eine grandiose Entscheidung, die zu der Zeit, er geht nach Kalifornien 69. Mit ersten Bildern aus dem Computer tritt er auf 71, Los Angeles County, sagt sich, ich werde die Art, wie ich male, und jetzt eine Farbe mehr als eine Form interessiert, die werde ich in Regeln fassen, nicht in Programmen, in Regeln. Und diese Regeln, zu denen brauche ich ein Programm, was die Regeln der Reihe nach durchgeht, in der Situation, wie sie schon ist, im entstehenden Bild, lässt sich diese Regel anwenden, indem dann diese Aktion ausgeführt wird. Oder es sind vielleicht auch zwei gleichzeitig anwendbar, dann muss zufällig entschieden werden vom Computerprogramm, welche tatsächlich angewandt wird. Das heißt, er zu einem frühen Zeitpunkt kommt, wird bekannt mit dem, was dann ein bisschen später, nur für die und für uns, objektorientierte Programmierung genannt wird. In einer besonderen Art auch durch Regeln.
Das ist künstliche Intelligenz. Cohen stellt sich selbst ein verdammtes Bein, was er zum Schluss seines Lebens nur noch heimlich gesagt hat. Nämlich, ich werde der erste Künstler sein, von dem es noch nach seinem Tod neue Originale, neue ist die Betonung, zu sehen geben wird. Weil er eben sagt, ich packe eben das Programm in diesem Computersystem, die Regeln, wie ich es machen würde, und ob ich da noch da bin oder nicht, ist ja völlig egal. Völlig egal, kann man da noch welche machen. Der Sohn Cohen, ein weltberühmter Mathematiker, Paul Cohen, der herrscht wie ein Cerberus darüber, dass niemand an das Regelsystem von Cohen rankommt. Weil dann können Sie sich schon denken, dann lassen Sie das erlauben und verkaufen neue Cohens. Ein bisschen gewinnt das Geld. Hier geht's los. Das ist 76, 77. Da hat er Regeln, die zwischen offener und geschlossener Form unterscheiden. Dann, wie die miteinander harmonieren können und sowas. Ich sehe das gerade in der Projektion, ist das die Fahrt. Da brauchen wir nicht im Einzelnen. Hier geht es ein bisschen weiter. Hier sehen Sie, da ist so ein bisschen was Dreidimensionales. Es gibt aber nichts Dreidimensionales. Cohen gehört zu denen, ganz klar im 20. Jahrhundert, der seine vier Sinne oder fünf beieinander hat, der malt, zeichnet in der Ebene fertig aus. Denn für das andere ist jetzt der Fotoapparat da. Also etwas abzubilden, das ist ja abgeschmackt. Was abzubilden, das macht die Kamera, da gibt es jetzt eine Maschine dazu, ein Apparat, der macht das. Deswegen ist das Vordringen der Fotokamera ja eine riesige Befreiung für die Kunst. Die Künstler können es endlich das machen, was sie eigentlich schon immer machen wollten. Sie wussten es nämlich. Sie haben Abbildungen eben gemacht. Ja, okay, und wenn die gestimmt haben, dann war das gut. Insoweit kann das. Mit der Kamera ist das jetzt erledigt. Und jetzt kann der Sturm auf die Leinwände als flache Ebene stattfinden. Und das macht Cohen auch. Und man braucht hier kein Verständnis von dreidimensional zu haben. Das kann man so behandeln als geschlossene Formen, die hier so aufeinander bezogen sind. Und da wissen was von offener Form drin. Hier, wir sind jetzt schon in den Anfang 80er Jahren und Sie sehen, wenn Sie freundlich sind zu mir, dass hier solche Formen auftauchen, von denen könnte man behaupten, die sehen aus wie Menschen. Nach einer Wanderung in der Mojave-Wüste, Mojave-Wüste in Kalifornien, wo Cohen Steinzeichnungen, Felszeichnungen gesehen hat, hat er die Frage, die er sich von da ab, der er sich von da ab immer gestellt hat, formuliert, nämlich, ich möchte herausfinden, was minimal gemacht werden muss, um eine Figur entstehen zu lassen. How many graphic marks does it need in order to draw a figure? Das nennt er das Repräsentationsproblem. Das ist ein typisches Problem für die Gegend, in die er dann immer weiter reingeht, groß eben die künstliche Intelligenz. Das Repräsentationsproblem, das gleichzeitig parallel machen die Computergrafiker, das nennen die Fotorealismus. Nicht wissen, dass es da halt Kunstwerke gibt, die haben Fotorealismus gemacht. Das ignorieren die Informatiker so plötzlich nicht, dass sie sich um irgendetwas kümmern, was andere haben. In der Zeit So, und Korn macht das auch nicht. Das sind drei zweidimensionale Formen hier. War das so ein geschlossenes Ding? Das sieht aus, sieht das aus wie eine Hose? Nein. Aber das durch den Kontext können wir nicht anders als diese komische Form als Hose zu interpretieren. Oder jedenfalls ich hier mache es anders. Und dann kommen da unten solche komischen Formen raus. Der Korn bringt raus. Also Augen, Mund, Ohren braucht es überhaupt nicht. Etwas mehr oder weniger rundes, relativ oben sitzend, mit einem solchen Haken drin, der wird von uns genannt Nase, das macht ein Gesicht.
eine Lösung für diese Frage des Repräsentationsproblems. Und das machen wir eine ganze Zeit. Und jetzt schauen wir, einige Jahre später, ich glaube, das ist hier sogar gleich hier, aber ich kann das nicht lesen, muss frühe 90er sein, macht sein Regelsystem, das ist inzwischen angewachsen auf 200 Regeln ungefähr, sowas. Okay, wenige unter uns würden nicht sagen, das ist ein Gesicht, das sind da Haare und das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein weibliches Gesicht. Ich werde da aber noch ein Mann zeigen, bei dem müsste man das jetzt nicht so genau. Also das zeige ich nur deswegen, weil man jetzt dann gleich in der nächsten Folie diese Dinger farbig sehen wird. Und das hier ist stolz. Schau mal, so ist der Künstler. Beobachtet seine Maschine. Die hat Cohen selbst konstruiert. Die Leute, die erfolgreich in der algorithmischen Kunst geworden sind, die programmieren alles selbst. Die verwenden keine Anwendungssoftware. So blöd sind die nicht. Jeder von uns verwendet jetzt nur Anwendungssoftware. Und zack, haben wir da schon wieder irgendetwas. Eine Animation. Schau mal hier. Ja, aber es ist alles langweilig. Es wird immer langweilig. Wird immer langweilig. Aus der Verwendung von Photoshop wird keine bleibende Kunst kommen. Das ist ganz ausgeschlossen. Man klickt da rum, fummelt da so ein bisschen. Okay. Das ist alles ganz prima. Wird ausgestellt, keine Frage. Ganz klar. Aber das ist für den Tag. Und sowieso, gibt es noch irgendetwas heute, was nicht für den Tag ist? Offen tun wir das schon, dass wir etwas machen. Aber das ist nicht ganz so leicht. Und es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer, etwas, was nicht mit dem Tag auch schon wieder Farewell sagen, zu machen. Adios. Auch auf den Gedanken zu kommen, sich so fotografieren lassen. Hallo, geil. Und guck, wie er sich hier zuneigt zu seinem Meister. Ist da ein Ausdruck drin? Weiß nicht. Hier, schau. Also, da ist nicht ein Foto irgendwo, was der Computer jetzt scannt, wie man sagt, abtastet und dann nachmalt. Nein, nein, nein. Da sind Regeln, die sagen eben, was es braucht, um einen Menschen, schaut, die bewegt sich sogar ein bisschen. Wenn man das hier besser sehen kann, die Finger, das sind immer also furchtbare Mistgabeln. Sehr gefährlich. Da habe ich noch nie gehabt, die wird man wahrscheinlich gleich durchbohrt. So. Aber das ist die künstlerische Freiheit. Ein Arm ist ein Oberarm, ein Unterarm und eine Hand. Eine Hand ist ein Handteller und 4 plus 1 Finger. Ein Finger sind 3 Glieder, die durch bestimmte Arten von Gelenken miteinander verbunden sind. So ungefähr sind die Regeln von dieser Art. Und dann nur viel mehr dazu. Ich habe da oben die Zeichnung nochmal hin gemacht. Cohen, das werden wir jetzt gleich hier sehen, endet schließlich, indem er erklärt, das war eine Sackgasse. Er gibt das radikal auf in einem Vortrag in Bremen an der Hochschule für Künste, wird das angekündigt. Es ist eine Sackgasse, denn er beobachtet, dass die Menschen an der Maschine interessiert sind, wie sie zeichnen und malen. Das Bild interessiert sie nicht. Er verkauft nichts. Er verkauft nichts. Es wird nicht anerkannt. Eine riesen Enttäuschung hat er, ich weiß das ja noch leider nicht mehr, in London 5 Jahre vor seinem Tod, kehrt er mit einer großen Perspektive nach London zurück und ist zutiefst gekränkt und zerschmettert, weil nichts verkauft wird.
von riesigen großen Bildern. Und dann sagt er, das ist eine Sackgasse, ich habe was falsch gemacht. Weg mit dem ganzen Regelsystem. Ich mache jetzt einen Algorithmus. Und er ist eigentlich interessiert an der Farbe, fast so, nicht so streng wie Albers. An der Farbe ist er eigentlich interessiert. Peter, you know, I'm really deep in my soul a colorist. Ein Farbmensch. Die Formen, die beherrscht sein Programm. Und er lässt sich gegen Ende seines Lebens mit 0,nix solche schwarzen Linien immer ganz fantasievoll. Wir sehen bei ihm nie was Geometrisches. Das hasst er. Solche Formen lässt er sich viele ausrechnen. Er entscheidet ungefähr eine Woche lang aus den 200, die in 2 Minuten gemacht worden sind, welche er behält. Und das heißt dann auf einem ganz großen Drucker, eine Roland-Maschine, manche von euch das so sagen, lässt er sich vielleicht 10 maximal ausgeben. Die macht er dann im Studio an die Wände und meditiert. Guckt die so an, was mache ich, und malt von Hand. Und ganz zum Schluss, wo er nicht mehr stehen kann, sondern im Rollstuhl ist, schafft er sich einen riesen Bildschirm an. Ich habe noch nie so großen Bildschirm gesehen. Riesenteuer, das ist kein Problem. Und noch einen kleineren. Auf dem wählt er Farben aus. Und jetzt, der Riesenbildschirm, das ist ein berührungsempfindlicher, ein Touchscreen, sagt man. Und das macht er Fingerpaint. Digital Finger Painting. Das ist das Ende von Harold Cole. Und das Regelsystem ist verschwunden. Ein Algorithmus ist geblieben. Er entscheidet für sich, das Farbgebungsproblem kann algorithmisch so eher nicht gelöst werden. Natürlich können wir das sofort programmieren, mache ich wieder Zeit, gar kein Problem. Aber so wie er, Cole, künstlerisch entscheidend Farben setzt, so, meint er, lässt sich das nicht programmieren. Wenn das so ist, das wäre es eine tolle Dissertation, Thema für eine Dissertation, sich mit dem zu befassen. Und wenn das so ist, wenn man das erhärten kann, ja, dann wäre das ja was Herrliches. Dann wäre da die Ästhetik drin und in der Form wäre die Algorithmik. Das könnte jetzt, also ich bin fest überzeugt, das wäre eine würdige Arbeit für heutige Zeit an einer Schule von welcher Art auch immer. Ob das ist in Wellenfurt, ist ja ganz egal. Ja, also das habt ihr jetzt ja gesehen. Und so massenweise gibt es solche Bilder von ihm. Sein Studio ist nach wie vor voll. Manfred Mohr. Das weiße Bild mit den schwarzen Linien drin ist aus seiner Zeit als Maler. Er ist noch ganz jung. 69 auch, er ist einfach noch 68, fängt er an, mit Computern zu arbeiten. Diese Art, er ist eine ungeheure Liebe zur Elektronik, das erinnert ja an Schaltelemente. So bis sind keine, aber in der Stilistik gibt es das. Und das ist eines der ersten, die dann aus seinen frühen Computerprogrammen kommen. Ja, mache einzelne Programme, wir springen gleich. Zu etwas. Und wir sehen hier sofort, welchen ganz anderen, viel sichereren Zugang ästhetisch Manfred Mohr hat zu solchen aus der geraden Linien. Schau, es geht hier so weiter, aber es geht eine Linie zu. Und alle anderen haben das auch gemacht. Aber was bei ihm, das hat ästhetische Qualität. Egal, ob jetzt einer von uns sagt, das sei schön oder nicht, das hat unser Eins aufgegeben bei Grenzen. Das ist aus der ersten Ausstellung, die er hatte, und da kann man stolz drauf sein. Das war in dem Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Also, er hat die erste Ausstellung von computergemachten Bildern in einem Museum gehabt. Manfred Mohr. Ist nebenbei gesagt der erfolgreichste Verkäufer solcher Kunst. Das ist jetzt, wo er sein Thema findet. In den 70er Jahren.
erste Hälfte 70er Jahre, wo er dann weggeht von den einzelnen Programmen und sich befasst mit dem Würfel. Hier tatsächlich mit dem, was wir als Würfel kennen. Das geht dann weit in höhere als zwei Dimensionen. Vielleicht halte ich das aus. Guck mal, wenn man das jetzt so sähe, ohne diese Nachbarn, dann würde man sagen, ja, okay, geometrische Linien, relativ streng. Das ist interessant. Da ist sowas, da ist es auch immer, da ist sowas, das ist auch immer. Also solche T-Junction und solche Kreuzungen, wo kommen die her? Gott zeigt es uns. Da gibt es einen Würfel, in den grauen Teil blicken wir frontal auf den Würfel. Dann ist das einfach ein Quadrat, das Graue, was wir da sehen. Jetzt dreht er den Würfel ein bisschen, ahnen wir doch, und zerschneidet ihn in der Mitte. Und verdreht die beiden dann nochmal gegeneinander, wie mit den gleichen Linien. Und dann lässt er malen hier unten das, was an Kanten in dem Bereich des ursprünglichen, der ursprünglichen Lage des Würfels war. Eine nette, eine einfache Idee, die er, das ist sein Prinzip, ein mathematisches Geschehen zu nehmen, dieses im Computer ablaufen zu lassen, als Ursache für ein Bild. Nie Visualisierung. Also das machen wir alle, alle machen Visualisierung, muss man machen. Das wird ja zeitlich verrückt. So was Blödes. Da gibt es Grafikleute, Grafikmeister, die machen das. Die visualisieren schwierige Verhältnisse. Ich, Manfred Mohr, will etwas haben, was ruhig auch streng sein soll, als Ursprung, als Anlass für künstlerische Aussagen. Eine Form aussagen. Und da hat er dann den Würfel für sich entdeckt und in dem schwellt er seither. Jetzt heute nicht mehr in drei Dimensionen, sondern in beliebigen Dimensionen. Also 5, 6, hier kommt mal was aus 5 und 6. Die spielen dann nach, okay, was ist jetzt los? Ich weiß das ja nicht mehr. Ausstellung in Kaiserslautern, der würde niemals in Kaiserslautern etwas ausstellen. 98, das ist das, das ist noch gar nicht so 20 Jahre her. Also ich fahre da hin, Sonntagmorgen, und ich, was ist denn jetzt los, Manfred, was ist denn passiert? Fahre ich. Und ich habe gleich gesagt, der reine Kitsch, ja, wie hast du das? Ja, hör her, der Computer hat das so entschieden, kann ich nichts machen. Er hat ausgelegt eine kleine Palette. Keine sonderlich weite, um Gottes Willen. RGB, weißt du, 16 Millionen, ist er verrückt worden. Aber schon ein paar Farben und aus denen geht der Computer dann aus und entweder schmeißt es halt weg oder er zeigt es so, wie es ist. Ganz anders als Kurven, ganz anders als Kurven. Und da werden die Flächen, die wir sehen, geometrische. Was ist hier los? Schaut mal, ich will mal versuchen. Da oben, das dunkle Schwarz versuche ich zu verfolgen. 1, 2, 3, 4. Aber hier. 5, da geht er. Wahrscheinlich. Bis dahin 6, 7. Falls das da nicht geht. Also, diese Kante, hier könnten wir nochmal so einen Versuch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 5 wären es dann los. Das wäre dann im fünfdimensionalen Raum. Denn diese Kanten sind bestimmte Kanten eben an einem fünfdimensionalen Würfel, den er rotieren lässt. Und dann in einer bestimmten Lage, die zufällig bestimmt wird, wird es projiziert runter auf 4, 3, 2 Bildebenen. Keine Visualisierung. Dann gibt es da noch dazwischen, wir haben hier so dünne Linien, die sind weniger wichtig, aber sie werden gebraucht, um Flächen zu definieren, die dann zufällig in zufällig gewählter Farbe ausgeführt werden. Also die Dinger haben wir satt verkauft. Satt. 10.000 mehr Euro pro Bild.
Naja, und das, warte mal, wollte ich einfach noch sagen. Ja, das, da drüben und da hinten ist es aus neuerer Zeit, sage ich aber nichts dazu. Er bleibt den hochdimensionalen Räumen treu. Er lässt sie jetzt aus dem laufenden Computer heraus entstehen. Es gibt viele Installationen, wo die sich tatsächlich sehr langsam meditativ bewegen. Weil ich hier haben wir so eine gesehen habe. Und war das vor einem Jahr. Casey Rees ist der dritte in dieser Reihe. Also der Harold Cohn, das war auch der älteste, der ist 26 geboren, vor zwei Jahren gestorben. Dann Manfred Bohr, der lebt noch, 38 geboren. Casey Rees, ich finde das nicht jung, also als altertümliche Renaissance-Bilder haben, nach dem Buch gemacht. 72, also ein ganz junger Sprung. Ein ganz junger Sprung, wenn der 72 geboren ist, 28 und 18, 46. Denk mal, ganz junger Sprung. Und so ist er auch. Und da kommt jetzt alles aus einem ganz neuen Geist. Aus einem ganz neuen Geist. Deswegen habe ich hier, das ist das Titelblatt eines Buches, was von Casey Rees, so heißt er, und seinem Kumpel Ben Frey geschrieben worden ist. Processing a Programming Handbook for Visual Artists, for Visual Designers and Artists. Casey Rees hat schon mehrere Bücher geschrieben, 42 ist er jetzt. Dieses hier ist ein Buch über das Programmiersystem, das gleichzeitig auch eine Art von Programmiersprache ist, nicht ganz. Den Processing heißt. Und das, was hier angeklickt wird, dieses Buch ist riesen erfolgreich, nicht so sehr als Buch, sondern als Anleitung, aber ganz anders als alle Programmierhandbücher, die ich jemals gesehen habe, geschrieben, aus einem ganz anderen Geist. Und das gehört zu dem Künstler Casey Rees dazu. Er selbst und Ben Frey ist der Ingenieur, in USA. Die haben studiert bei John Maeda, egal ob der Name jemand was sagt oder nicht, der damals noch am MIT Media Lab war. Und der Maeda, der hatte selbst eine kleine Programmiersprache für seine Studenten gemacht, Design by Numbers. Und hat denen gesagt, in seiner MIT-Lehre, wenn ihr Top-Designer werden wollt, Top soll heißen in der Welt, dann müsst ihr programmieren können. Programmieren jetzt wieder im ernsthaften Sinne. Da gibt es ein Buch, das heißt so DBN, Design by Numbers. Wenn das auch, als ich das aufgeschlagen habe zum ersten Mal, dann dachte ich, Mann, der ist mutig, der Maeda. Ein Strich, zwei Strich, drei Strich, sich kreuzen. Und so geht es weiter. Vier Striche, ein Viereck bildet. Also so hat der Maeda, und dazu hat er extra diese kleine Programmiersprache erfunden, sich selbst definiert, um seinen Studierenden das Programmieren beizubringen. Vergleicht das mal die unter uns, einige sind ja Studierende hier, was wir da machen. Ne? Ja, aber schon müsst ihr sofort rausrennen und sagen, hier mache ich nicht mit. Denn du willst jetzt mein Gehirn vergewaltigen. Das Lehren junger Leute, bin auch Programmieren in der Sprache Java, ist ein Verbrechen. Ich würde alle, wenn ich hier der Diktator wäre, sofort entlassen. Für das Abhacken von Händen geht man in den Knast. Für das Verletzen des Gehirns durch unmögliche Programmiersprache wird man nicht bestraft. Fehler, ne? Wenn die SPD das mal auf ihr und so weiter so. Selbst ich würde dann wieder zur Wahl gehen. Also das ist nicht der Verlocken für die Sache. In Casey Rees, und da gibt es eine große Gemeinschaft dazu und der Processing, in Casey Rees haben wir so behauptet, nicht? Ein Vertreter, für den ist das Denken in Algorithmen, das algorithmische Denken, wie in bildlichen Ergebnissen
geschieht gemeinsam. Das kann er, das will er nicht trennen. Das ist die Postmoderne, das ist dieses neue Art zu denken, das auf die einzelnen Werke viel weniger schon auch schaut, als auf die Prozesse, die durch Programme gesteuert werden können. Wunderbar, und ein Bescheid, schau mal, was ist das? Das ist ein komplexes Bild, ist es auch. Und das ist überhaupt nicht so leicht. Ich kann die von den anderen Leuten da ziemlich leicht durchschauen. Hier liegt, ich weiß, das sind dahinter, sehen wir nicht, irgendwelche Zentren, in denen um die herum, von denen aus, sich etwas bewegt. Und dieses hinterlässt diese Spur. Es ist immer Bewegung drin. Hier sind andere, sind frühe Beispiele, Cyberkunst. Hier ahnt das bereits. Und da sind diese Zentren angesiedelt. Ob er die es so hingesetzt hat oder zufällig hat hinsetzen lassen, weiß ich nicht, aber auch nicht der Elite. Und dann geht von ihnen etwas aus, sozusagen reine Verästelung, etwas Organisches, diese Bilder haben alle etwas Organisches an sich, würde ich behaupten. Da oben, das ganz obere Bild mit den Strichen, diese Striche, die gehen von Zentren aus und steuern, indem sie als Strich sich bewegen, an etwas, was um sie herum hängt. Und das führt dann zu diesen organisch erscheinenden, die Striche selbst ja nicht, Verbindlichkeit. Das sind neuere Sachen, die bewegen sich alle hier nicht. Aber wenn man die zeigt in der Ausstellung, dann bewegt sich das alles in der Zeit. Ziemlich streng, dann wieder schnell und langsam. Also die Bewegung selbst ist zum Gegenstand der Programmierung geworden. Wir betreten hier mit dieser Art von Bildern, die nur für das Festhalten ein Bild wäre, aber ansonsten immer ein bewegtes Bild sind, damit betreten wir eben diese neue Zeit, wo die Sache mit dem Abschied von den Ersten sozusagen erledigt ist, nämlich man kann sich sowas kaufen oder auch nicht. Damit geht einher, dass er riesige Räume braucht. Ah, er hat richtig. Ganz anders, aber der braucht auch 7 Meter, 12 Meter. Das ist der Übergang in der Kunst, in die Öffentlichkeit, in die öffentlichen Räume. Diese Art von Kunst, die wird immer mehr in der Öffentlichkeit erscheinen und dann auch wieder verschwinden, manchmal länger, Fassaden werden bespielt werden und so weiter und so fort. Ich muss da manchmal denken, liebe Kunsthalle, Herr Gott, was machen wir da? Ich gehöre zu den Alten. Ich sage, da bin ich ja schon viel zu alt. Also, was geschieht da mit den Museen? Sie wissen das, Sie müssen das professionell. Ich kann das bloß von außen betrachten, in einer sentimentalen Beziehung so ins Museum reinzugehen und dann wuselt es da herum und es ist auf, ist alles ganz fast aufgebraucht. Das war vor 68 nicht möglich. Das hier ist ein Blick in die Kunsthalle. Wie Sie vielleicht wissen, oder auch nicht, zwei Ansichten, man muss sich bloß umdrehen. Als wenn wir hier so stehen und gucken dorthin, und wenn wir zu hoch, dann sehen wir das da. Und da, das ist jetzt hier ein stilles Bild geworden, naturgemäß. Sorry. Moment. Hallo, habe ich dich nicht getroffen? Was ist denn los? Ist mir die nett? Ich starte ein Programm neu. Okay, das ist nett, aber es will ich auch nicht. Das Programm ist halt reichhaltig, so könnte man behaupten.
macht er nochmal. Er haut mir das eigene Programm um die Ohren. Jetzt kommt diese Kreise, immer diese Kreise. Ich hatte ja versprochen, ich bringe eine neue Version und ich befürchte, ich kriege es nicht hin, rein zeitlich. Ich habe zu Hause einen Zettel liegen, in der Kunsthalle sofort machen. Okay, das ist auch langweilig. Und mal sehen, der Zufall, wir beobachten hier den Zufall, das ist Gerhard Richter. Und ist das nicht toll, was ich hier mache? Und dann kommt das wieder. Ich kontrolliere das nicht, ich drücke hier unten nur auf den Processing-Startknopf. Ich programmiere nur im Processing. Das ist klar, weil das geht alles viel leichter. Und das ist jetzt wirklich gut. Und als ich das zu Hause ausprobiert habe, da hat er mir viel schneller geholfen. Und jetzt müsste es aber langsam kommen, da ist es wieder. Und da ist wieder klar. Also ich verplempere jetzt Ihre Zeit und meine und jetzt hat es getroffen. Aber ein bisschen auf die langweiligere Weise. Und was wir jetzt hier, ohne dass ich das, das kann ich nicht kontrollieren, weil das Programm enthält halt, ich glaube, 9 verschiedene Modi, in denen es etwas macht. Und was ich neu machen will, und eben noch nicht geschafft habe, ist, dass ich die auch noch ein bisschen mische, damit es komplexer wird. Vielleicht bis zum 10. November dann erst noch einen Tag zu sehen. Und, ah ja, und die, die dann kommen, die kriegen ein persönliches Zertifikat. Das ist mein. Okay, es ist also schon fortgeschritten. Also das ist ein Bild in Bewegung. Die anderen bewegen sich auch alle. Das hier ist aber vielleicht, weil es am nächsten der Richter dran ist, die, wo wir jetzt denken, das ist ja jetzt ganz ruhig geworden hier, hier passiert ja gar nichts, da sehen wir da Leute ein. Und die laufen alle die ganze Zeit. Da ist nichts statisch, auch wenn es für uns jetzt hier in dieser Projektion so erscheint. Und wenn wir jetzt genügend Zeit hätten und lassen das da laufen, das ist normalerweise nicht so wichtig. Ja, hier sieht es auch, das macht der Projektor. Diese Art von Kunst nebenbei gesagt, der Künstler dazu ist der Projektor. Alle anderen sind bloß Hilfsmittel. Ziemlich schnell hat sich das da gefühlt und die machen eben weiter. Die würden immer weitermachen, bis ans Ende unserer und vielleicht sogar aller Tage. Was hier, jetzt wollte ich gerade sagen, was ist hier eigentlich los und schon taucht da einer auf. Fängt er an, schauen, wer ist da hinten raus, da kommt sein Kumpel und da war auch noch ein Kleiner und die jagen sie jetzt weiter und dann geschieht dies, in wem sei es eine Stimme geblieben, aus irgendeinem Grund, der war dann auch unter dem Boden, jetzt kommt er dann immer näher und so weiter und so fort. Und so könnten wir uns vor dieses Ding da setzen und anfangen so ein bisschen zu meditieren. Da ist genügend viel drin, das wird langweilig. Aber wer sich ein bisschen darauf eingelassen hat, für den ist es nicht mehr langweilig. Glaube ich. Jedenfalls habe ich das gemacht. Und da ist dann genügend viel für Abwechslung gesorgt, dass man gelegentlich was anderes sieht. Das nur, hier ist eben dieses stille Bild dazu. Und jetzt machen wir das wieder so. Und dann geht es hier weiter. Oh, da ist ein Schreibfehler. Das waren die Themen der 4 Vorträge in den letzten 4 Wochen. Computerkunst, Herr von Franke, erscheint in einer Zeit des Aufbruchs. Er hatte den ersten Titel, den ich ihm gegeben hatte, abgelehnt. Dann habe ich ihm das gegeben, weil ich da gerade bei mir zu Hause ein Büchlein von Max Frisch gesehen habe, was einige von Ihnen kennen werden, der Mensch erscheint im Holozän. Computerkunst erscheint in Zeiten des Aufbruchs. So ist es auch eben in den 60er Jahren. Margit Rosen hatte sich, weil sie da ein dickes Buch geschrieben hat und viele Dokumente drin sind, über die Tendenzen 4 Ausstellung in Saarland 1968, die im Untertitel des Computers and Visual Research,
der damit befasst, aha, und da wird angespielt auf Josef Albers, der 68 auch noch lebt. Ich weiß leider nicht, ob er das wusste, dass sie in Zagreb sein Wort von Visual Research verwenden für die ganze Serie 400, ganz 400 Hommage zu Israel. Joscha Spierer vom Zauber der Gleichzeitigkeit, den zelebrieren wir sozusagen jetzt hier nochmal. Ich glaube, da kommt noch ein Foto drin, die historische Konstellation von 68 als globales. Und dann letzte Woche, Denise Erwacke, Menschen Bergkopf, der Eindruck des Algorithmischen in Museum und Kunstgeschichte. Bei Ihnen, Menschen Bergkopf, der Sammler, lange tot, wie Sie schon betont haben, Hans Joachim, der soll in einem merkwürdigen, sein Kumpel, Karo Götz, Kumpel ist wahrscheinlich zu lässig gesagt, aber befreundet waren die, also der, als auch der Expressionist, wenn wir es wollen, Karo Götz, war mit Edzold genügend vertraut, dass der Edzold, als er festgestellt hat, in seiner Sammlung ist die konkrete Kunst nun wunderbar vertreten. Fragte den Götz, sag mal, was soll ich denn jetzt noch machen? Das ist 72 oder 73. Und dann sagt Götz, so ist mir die Geschichte erzählt worden, sofort ohne in der Wimper zu suchen, Computer. Und dann sagt der Edzold, okay, und dann braucht er in der 50. Und das ist die erste ernsthafte Sammlung als ein Teil dieser gesamten konkrete Kunstsammlung von Edzold, dieses Konvolut, so viel ich weiß, das erste in der Welt mit ernsthaften Anspruch. Ja, das Abteilungsmuseum, die haben das irgendwann schon gezeigt. Derzeit ist es wiederzusehen unter der erstaunlichen Überschrift. Die Zukunft der Zeichnung, Nummer 2, 1 war schon, 3 kommt nächstes Jahr. Die Zukunft der Zeichnung, und darin haben die jetzt eine Abteilung Algorithmus. Das sind drei Schlagschüsse sozusagen. Das oberste ist ganz berühmt, sozusagen ein ikonisches Bild für den Krieg in Vietnam. Nachher haben die Amis geschmissen und die Kinder rennen weg. In der Mitte sehen wir Rudi Lutschke im Kreise einer Menge. Und für die Menschen, die 68er sich nennen, ist das Sitzen an einem Schreibtisch eine sehr ungewohnte Haltung. Das Stehen in einer Versammlung oder das Konfrontierwerden durch die Polizei in einer Demonstration, das ist die Bewegungsart. Zur gleichen Zeit aber ist dieses Foto dort unten in Zagreb aufgenommen worden, gemütlich in der Sonne, August 68 ist das, kurz vor dem Einmarsch, das ist am 3. August, 21. August ist der Einmarsch der Sowjetunion, Warschauer Pakt in der Tschechoslowakei, um den Prager Frühling zu schreiben. Und diese Menge von unverantwortlichen Kunstbefrissenen, einiger von Sinn-Künstlern, die haben Ivan Pitzel, Kurt Asring, nebenbei in Hamburg, jetzt Herr Wiefanten nochmal, Herr Sünger, das hier sind Zagreber, also Pitzel ist schon Zagreb, das ist Kelemen, das ist Richter, dann ist hier noch dieser später als Spion der des tschechischen Geheimdienstes entlarvte, sein Name nicht mehr, aber da müssen wir anfangen, da müssen wir anfangen. Yoshi Maloch. Yoshi Maloch. Also die sitzen da und unterhalten sich in einer Pause über das, was jetzt im Symposium gleich weitergeht. Über die Computerkunst, die aber Visual Research heißt. Gleichzeitigkeit. Auch diese sind Bilder aus jener Zeit. Da oben, das war eine typische
für einige Änderungen uns die Gülze oder die sehen noch negativ zivil aus. Man kann sich schon vorstellen, alle haben ihren Knüppel in der Hand. Und der ist schon bereit dazu, auch auf eine Schulter oder einen Kopf gesperrt zu werden. Die hier vorne, die schreien ihn bloß an. Der eine Polizist, der beugt sich so ein bisschen vor. Ob er auch was schreit, weiß ich nicht. Aber diese Konfrontation ist, so wie das Eingangslied von Konstantin Wecker, für mich typisch für jede Zeit, das Aufbrechen. Wir lassen uns nicht einfach gefallen, was ihr, die Polizei, wollt von uns im Auftrag eures Staates. Hier ist ein führender Vertreter jenes Staates, der von uns alleinen gesprochen hat, als Ratten- und Schmeißfliegen, Herr Strauß. Und schaut, also es ist nicht Langhans, meine Langhans, aber es war nicht gut, das so gerne hinzustellen. Na, du Alter, immer nur grimmig, diese Leute aus Bayern, die können nur grimmig gucken, außer wenn sie mal im Hochbauhaus gesucht sind. Und dann diese Ikone, gewaltig in ein riesenkulturelles Ereignis, Olympiade, Mexiko, 68, in die hinein machen der erste und der dritte, immer der dritte, vom 200 Meter Lauf, das Zeichen der Black Panther. Das muss man sich jetzt mal trauen. Es ist eine kleine Geste, würden wir sagen. Trotzdem muss man sich das trauen. Und muss damit zeigen, sehr deutlich, in dem Fall der Welt, dass etwas im gelobten USA nicht in Ordnung ist. Wir wissen ja nicht viel davon gehabt. Fast letztes Wort. Was wir erleben, relativ unbewusst, ist eine Revolution, die etwa seit den 70er Jahren stattfindet. Und diese kleinen Versuche in den 60er Jahren anfangen, mit Algorithmenunterstützung Künstlerisches zu machen, also was behauptet werden kann als künstlerisch. Diese Versuche sind die ersten Schritte in einer Umwälzung sämtlicher gesellschaftlichen Infrastruktur, wie es nie eine vorher, so glaube ich, gegeben hat. Und was ist daran das Besondere? In dem Wort Algorithmus vielleicht nur relativ hilflos eingefangen. Das Besondere ist, dass diese Umwälzung keine der handfesten Dinge ist, sondern der Zeichen. Wir sind eingetreten in den 60er Jahren immer mehr, beschleunigen wir, da rein, dass die Dingwelt, das ist die Moderne, immer mehr ersetzt wird. Nein, sie wird nicht ersetzt, indem sie verschwindet, aber einen Begleiter findet in Zeichen, von den Dingen zu den Zeichen. Von Lyotard gibt es eine kleine Erzählung, die Mauer des Pazifik. Die interpretiere ich für mich, diese Erzählung, so. Die Europäer sind nach Nordamerika gekommen und haben einen Zug der Dinge gemacht, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Alles, was auf dem Weg war, ist verschwunden, die Native Americans, früher Indianer genannt. Die verschwinden. Und die Welt der Dinge, der Waren, der materiellen Produktion ergreift über Nordamerika die ganze Welt. Und sie kommt ja auch aus Europa. Aber dann kommt der Pazifik. Und dort ist eine Mauer sozusagen. Und an dieser Mauer wird diese Welt der Dinge gespiegelt in das, was immer mit den Dingen schon verbunden ist, jetzt aber explizit gemacht wird, wird gespiegelt in Zeichen. Von der Mauer von Kalifornien kommt zurück die Zeichenwelt.
Und in Kalifornien sind einige Leute, Österreicher typischerweise, Watzlawick. Benson ist kein Österreicher, von Förster, von Glasersfeld. Der radikale Konstruktivismus, eine Theorie der Zeichen, wenn wir so wollen, zum Teil auch explizit, aber nicht nur der Konstruktivismus, nämlich wir können überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Das ist ganz ausgeschlossen. Wir regeln so ein Blödsinn. Und das Wunder ist, dass wir es dennoch tun. Und es funktioniert auch. Aber niemand weiß, wenn wir zueinander sprechen und andere Zeichen austauschen, niemand weiß, was von diesen Zeichen, also beim Sprechen der Laut, der Schallwellen, eigentlich an Bedeutung dann in dem Hirn, in den Denken, in den Knochen, in dem Körper, in dem anderen Menschen, in dem anderen. Ich und der andere. Ich und die anderen. Wir begegnen uns aber immer schon im Blick. Wir blicken immer nur zu zweit. Sonst schauen wir. Wir schauen auf die Dinge. Aber wir blicken dem anderen in die Augen. Und das ist ja immer schon Zweierblick. Der Blick, diese wunderbare Geste und Fähigkeit der Menschen, die verlangt immer schon nach der Gemeinsamkeit. Finde ich für mich jedenfalls eine ungeheuer tröstliche Angelegenheit angesichts der algorithmischen Revolution, angesichts dessen, dass Maschinen, Computer genannt, in gebrochener Form Zeichenprozesse behandeln. Sie können das nur, indem sie die Zeichen reduzieren auf das, was man in der Zeichentheorie die Syntaktik nennt. Nur das, was sinnlich wahrnehmbar ist, kann von der Maschine behandelt werden. Das, was wir in Interpretation der Zeichen, Dinge, die materielle Elemente, materielle Elemente, die als Zeichen fungieren können. Noch niemand hat ein Zeichen in der Welt gesehen. Zeichen erscheinen immer nur dann, wenn wir sie schaffen. Das ist vielleicht fast das Letzte oder Vorletzte. Bilder denken, nicht machen. Das ist der Schritt, der mit der algorithmischen Kunst in die Kunst kommt. Bilder denken, nicht machen. Und bewusst steht da Bilder denken, da steht nicht an Bilder denken. An Bilder denken, das machen alle schon immer. Aber ein Bild zu denken heißt, es in einen anderen ontologischen Status zu versetzen. Ein Gedankengebilde, so wie Manfred Mohrs Bewegungen im 5- und 10-dimensionalen Raum. Das geht auch nur in Gedanken. Unsere Welt ist immer mehr eine mentale, in der wir es natürlich überhaupt gar nicht aushalten würden. Und deswegen wollen wir in den Museen Hans Christian Andersen sehen. Und die Kunsthalle ist freundlich genug zu uns, das haben wir gewusst, dass ihr das wollt. Jetzt könnt ihr es anschauen. Bitte kommt. Kommt alle zu Wiesen 68. Ein Aufruf zu einer Revolution. Nicht Revolution. Ja, es ist eine Demonstration. Kommt alle. Vorher ist es gründlich überhaupt. Ja, und wenn wir denken heute, dann denken wir algorithmisch. Das heißt, Bilder algorithmisch denken. Ah, das ist das Geheimnis der Bilder aus dem Computer. Bilder algorithmisch denken, dann kommen sie dort raus. Also heißt das, wenn wir das tun, wir denken nicht einzelne Bilder, sondern immer schon Unendlichkeiten. Denn ein Programm ist nur dann wert, geschrieben zu werden, wenn es viele Möglichkeiten enthält. Sonst ist es einfach Blödsinn. Bild und Denken immer schon und bleiben in Bewegung. Und dieses heißt, der Status der Bilder ist ein Doppelter. Sie haben eine Oberfläche für uns zur Wahrnehmung und sie haben eine Unterfläche, die ist genauso berechtigt für den Computer zum Berechnen. In dieser Art von Bildern ist dieses beides notwendigerweise, die Wahrnehmung und die Berechnung, zusammengekommen und ich glaube wirklich, ja, das ist das Letzte, das ist noch ein Schmankerl, deswegen in dieser feineren Schrift hier, nicht so Holzhammer, mit dem Holzhammer geschrieben, ich schreibe um, ich denke ohnehin nur mit dem Knie, könnte nach bei ein, ihr wisst ja, das war
ich schreibe sowieso nur mit dem Holzhammer, eine Ästhetik des Unfinished. Und ich habe kein deutsches Wort gefunden dafür. Peter Lunenfeld in einem schönen Buch entwickelt dieses, die Ästhetik, an Aesthetics of Unfinished. Und das ist ein Verb, da steht nicht, die Unfinished, of Unfinished. Nichts wird mehr beendet. In der Welt der Medien geht alles immer weiter. Die einzelnen Bilder, die wir dann in einem Buch, in einer Galerie sehen, sind Trost für uns. Und ich akzeptiere diesen Trost sehr gerne. Ich mache sogar ein bisschen mit. Das ist schön. Aber das ist altertümlich. Die Zeit, in der wir leben, die ist anders. Dort fängt etwas an, das fängt aber nicht bei Null an, sondern immer schon ist da etwas und es hört nicht auf. Danke für die Geduld. Ich frage mich, oder wie forderst du die Lösungsmannigfaltigkeiten so von komplexen Gleichungen, wie Peitke und Richter das lange Zeit gemacht haben, ja auch hier in Bremen? Ja. Wie ist das einzuordnen in ja. also das, was du erzählst? Eine schöne Frage, sage ich mal so, das ist eine blöde Antwort. ist eine blöde Antwort. Der Amerikanisch, ne? Oh, thank you for the great question. Skeptisch. Wie lassen sich Peitke und Richter? Erstmal muss man, will ich sagen, dass so einen Erfolg hätte ich auch gerne mal produziert. Ich erinnere mich an mehrere Situationen in den USA, hier oder da, jetzt, wegen mir in Chicago, wo ich in der Uni-Bibliothek, nee, nicht Bibliothek, Uni-Buchladen, bin und gucke so rum und was gibt es da? Ah, Critical Theory, alles Critical Theory. Und dann komme ich zur Kasse, ein Buch habe ich mir mitgenommen, und was steht da? Ein Stapel hoch. Peitke und Richter. Das meine ich mit den Erfolgen, die ich auch mal gehabt habe. Also, was die gemacht haben, in kurzer Zeit mit einer fast eingeschworenen Truppe, will ich sagen, das ist erstaunlich, bemerkenswert und lobenswert. Vor dem Hintergrund der Kunstgeschichte problematisch. Eine theoretische Bemerkung: noch kein Mensch hat ein Fraktal gesehen. Und niemand wird jemals ein Fraktal sehen können. Denn das, was ein Fraktal ausmacht, ist ein, wie die Mathematiker sagen, ein Grenzprozess. Ein Prozess, der immer weitergeht. Und das, was daraus käme, wenn dieses immer weitergehen, es immer weitergeht, das wäre dann ein Fraktal. Sodass unter diesem Namen, fraktale Geometrie, Bilder erschienen sind, die viele von uns reizvoll gefunden haben. Das waren aber keine Fraktale. Ist das wichtig? Nein, das ist nicht wichtig. Es hat also Bilder gegeben, diese Bilder sind aber ja, und die Programme, die man schreiben musste, um solche zu erzeugen, von den Mathematiklehrern in den Schulen, eine ganz besondere Gruppe von komischen Menschen, diese Mathematiklehrer, begeistert aufgenommen worden. Endlich haben wir einen Gegenstand, mit dem die wir sonst immer aus dem Schulzimmer hinausreden, endlich können wir mit denen was machen. Und die haben sich auch gefreut. Also ich glaube, in der Kunstgeschichte ist das eine kleine Episode,
die Fraktale. Aber das, was unter dem Namen auch ja selbst bei Röntgen, jetzt macht es nicht mehr selbst, rausgekommen ist, als, das wissen Sie sicherlich viele von euch eben, Bremen ist eines der Zentren für die Diagnose von Brustkrebs. Weil die Lunge als ein Fraktal modelliert wird. Und dadurch können die genauere Aussagen machen, als wenn ich sage, der das ganze Ding da aufmacht und da mal hinguckt und dann da was wegschnibbelt, dann schneidet lieber ein bisschen mehr weg. Also die haben sich aufgeworfen, die kriegen da solche, also die Messergebnisse und sowas aus der Welt hierher geschickt. Grandios, grandios. Und wenn wir das jetzt interpretieren wollen, dann würde man sagen, schau, so, da ist die Kunst mal ganz praktisch geworden. Medizin aus der Kunst heraus. Und wir werden sowieso alle gesund im Geiste, wenn wir wissen, was Künstlerisches machen, glaube ich. Und da ist man ganz gesund, glaube ich. Und war die, wie ihr darüber denkt. Und optimistisch in einer grauen Zeit. Die haben wir nicht gemacht, der manchmal draußen so mit dem Staub von der Seele waschen. Picasso. Kunst wäscht den Staub von Staub des Alltags von der Seele. Ja. Das sollten wir uns alle zu Hause hinnehmen. Und dann immer jeden Tag einmal diese Dusche da machen. Mit der Kunst und der Seele. Ich weiß bloß nicht, wo die Seele bei mir ist. Ich habe eine Frage, die ich ganz einfach hier stellen wollte, glaube ich. Was dann bei der Eröffnung sogar selbst von Fullness and Senses am Konzept von Art genannt. Ne? Und das wäre so ein Text, aber ein anderer auch von Roland Barthes, der Tod des Autors, sind alles so Texte, die in diesem Kontext 68 erschienen sind, wahrgenommen sind. Ich meine, eigentlich so wunderbar auch für diese ganze berühmte algorithmischen Kunst verwenden kann, und du hast ja eigentlich jetzt auch in deinem Vortrag dargestellt, dass dieser Rückzug des Künstlers, des Meisters, des Autors eigentlich ein ganz zentrales Thema des Ganzen, auch im Bewusstsein, wie jemand wie Harry Crohn oder ähnlichem ist. Wie war das für dich? Hast du diese Sachen zu der Entstehungszeit, also ne, der Roland Barthes ist ja auch 68 in einem konzeptuellen Werk zum ersten Mal veröffentlicht worden, so hast du das damals schon wahrgenommen? Hast du das gesehen und die Parallele gesehen? Oder? Bald schon, aber gar nein. Deswegen habe ich ja, als ich diese Folge weitergegangen, ganz naiv. Also, hallo, wir machen das jetzt hier. Ärmel hoch und sag, also, du musst dir das so vorstellen: Rechenzentrum in damaliger Zeit, da musst du Rechenzeit reservieren und ich habe die reserviert abends um 7 bis morgen früh um 7. Und dann bin ich morgen. Grauen Tag durch Stuttgart gelatscht und habe ganz stolz über alle Leute hingeguckt, die ganz müde ist zur Arbeit gegangen sind. Alles ganz naiv. Denn ich wusste, ich habe es aber so und so viele Dinge gemacht. Aber genügend Ball. Ich glaube lieber immer, dass mit dem Zagreber Symposium Anfang August 68, da hat mir das gespart. Ich kann das nicht beschwören und wäre deswegen vorsichtig. Ich glaube aber, also da kann man auch kleine Aufsätze schreiben können und sowas und dann Diskussionen mit diesen Leuten, das war einfach so aufregend, weil sie war der große Pimpf, das war der ist eigentlich so. Ja. Die wussten alle, wovon zu reden, außer mir. Und deswegen habe ich die Naivität so ungefähr ein bisschen abgelegt. Und ich bin natürlich durch Benze geimpft worden in Semiotik. Das ist eine prima Morgengabe. Er hat, wie ich dann später gemerkt habe, viel später von Semiotik nichts verstanden. Und hat uns das ganz mechanisch erklärt. Aber also, Barth war für mich immer zu schwierig, den zu lesen. Aber solche Figuren, der Tod des Autors, ja, also da geht mein Herz auf. Ja, weil alles zerfällt. Denn, wie er sagte, Mephisto, denn alles, was besteht, ist, wäre es zugrunde liegen. Oder zu ihm, war nicht ganz wörtlich. Das Stichwort Semiotik ist gefallen. Ich habe mich bei, wo du über den Crohn erzählt hast, gefragt, ob der, wo der
versucht hat, ein Regelsystem zu finden, was eine zweidimensionale Darstellung der menschlichen Figur beschreibt, auf der vielleicht algorithmische Semiotik betreibt. Wie kann man das so sehen? Würde ich nicht, ne? Aber ich rede jetzt, ohne mich rückzuversichern, was auch nicht mehr geht bei Harold Cole. Ich glaube nicht, Harold Cole war ein ganz praktischer Mensch. Aber das soll nicht heißen, weißt du, so was Doofes wie, ja, und er hat keine Theorie an sich herangelassen. Nein, nein, ich habe ja das Riesenglück gehabt, die letzten 3 Jahre seines Lebens, jedes Jahr 2 Wochen bei ihm, mich in Encinitas, einfach zu verbringen. Und da haben wir jeden Morgen, nachdem er seine Pillen geschluckt hatte, der hat mir leid getan, sind wir da gesessen und haben gequatscht. Über dieses und jenes. Ist auch aufgenommen. Ich habe aber niemanden, der mir hilft, das alles zu transkribieren. Ist bei mir zu Hause gleich, ist schon vor Ort. Ich habe ihm von der Semiotik öfters was erzählt. Und dann war er freundlich genug, hat zugehört. Und that's interesting. But does it have to do, does it anything do to me? Also der Cole war ein ganz praktischer Mensch, als er sehr überzeugt war. Der ist ungefähr so arrogant wie Manfred Mohr. Da muss man arrogant sein. Ich war auch ganz arrogant. Ganz klar. Hallo Künstler, ihr könnt aufgeben, die Intuition, von der ihr redet, die ist jetzt hier bei mir ein Zufallszahlengenerator. Ende der Durchsage. Das ist eine reine Arroganz. Cohen schien sowas nicht wichtig. Weißt du, dass die Theorie so weit getrieben, das war für ihn eine Überhöhung. Das, was aus der Kunstgeschichte kommt, das hat er sehr wohl, ohne jetzt da groß zu lesen, aber das hat er wahrgenommen. Da war er immer interessiert. You really do think Kandinsky did this? I didn't know. Where can I read it? Und so. Eine algorithmische Semiotik, an sowas arbeiten manche Leute. Ich glaube, das ist falsch. Denn Semiotik hat, aber ganz unten nur, auf der Ebene von Syntax, etwas, was algorithmisch behandelt werden kann. Danach aber, wenn es an die Interpretationen geht, also erstmal die der Gesellschaft, die soziale Bedeutung, die kulturelle Bedeutung einzeigt, und dann ans Individuum, da kann ein Algorithmus nichts mehr machen. Glaube ich nicht. Die Zeichen, die sind für uns Mittel, um uns zu verständigen unter uns allen über die Welt, und da prallt das Algorithmische dran ab. Ich glaube, das wäre ja schön, wenn einige von euch das dächten, dass ich mich für einen halte, der mit Algorithmen gerne umgeht. Die sind für mich nichts Feindliches, überhaupt gar nicht. Nein. Aber die haben ihre Grenzen. Und alles, was uns lieb und wert ist, ist es das wahrscheinlich, weil es seine Grenzen hat. Ein Gott kann für mich nicht lieb und wert sein. Der hat keine Grenzen. Der ist allmächtig oder was auch immer es sei, ich beleidige jetzt wahrscheinlich jemanden, der sehr gläubig ist, aber die Idee, Gott, das ist eine immer schon unbegrenzte, ich glaube in nahezu allen Religionen, außer irgendwelchen Naturreligionen, das ist der Baum. Und das behalte ich für mich, als Mathematiker ist das reich, weil wir haben es immer mit Unendlichkeit zu tun. Die Computer Science mit Endlichkeit. Alles, was mit dem Computer geschieht, das ist endlich gemachte Mathematik. Und damit von vornherein auf Krücken daherkommt. Immer nur, Informatiker sind Krücken gern. Wir meinen eingebaute Krücke. Schauen Sie, wissen Sie. Das ist gut so, so muss man sie glauben lassen. Ja. Fünf Ideen und 5 Gedanken, und dann schmeiße ich weg. Frage, das würde ich nicht. Als
Anekdote oder Legende, natürlich Josef Weizenbaum, der die Geschichte Gernika hängt im Museum. Die Frau steht davor und überlegt, was Weizenbaum bringt, ihr sagen. Aber glücklicherweise kommt Picasso vor. Dann fragt sie wieder Picasso, was wollte der denn eigentlich Gernika? Was wollte denn ausdrücken? Der Picasso antwortet weise, könnte ich mir jetzt sagen, der Schriftsteller war. Ich bin aber leider Maler, der mit der Geschichte. Ich suche, wo ist dieser Impetus, wenn Computerkunst im Museum hängt? Ist es der Algorithmus? Dann können wir uns auch gegenseitig Algorithmen zeigen. Brauchen wir noch einen Computer, sie laufen zu lassen? Das ist so wie eine Parkmaschine, ich lege Geld rein, habe den Zettel und den Zettel hängt dann ins Museum. Der allein ist aber noch ein bisschen nutzlos, wenn ich nicht die ganze Geschichte und die Meditation und den Kontext des Künstlers kenne. Alles zusammen, das System macht dann die Kunst aus. Das ist eine Person. Das, was ich ganz gegen Fluss gesagt habe, mit der Ober- und Unterfläche, glaube ich, das passt hier. Ne? Tatsächlich, es sollte, ich glaube, ich habe das auch mal gemacht, ja doch, ich habe das mal gemacht, aber in längere Zeit glaube ich nicht mehr, neben einem Bild, was jetzt aus einem Programm entstanden ist, das Programm aufzuhängen. Ne? Das Programm, das stimmte für die Unterfläche. Es ist jetzt nicht die Unterfläche, die ist immer in Bewegung, immer in Prozessieren, sondern das eben die Matrix, das, was da dort abläuft. So, jetzt wäre das aber, so scheint mir, irgendwie ein bisschen komisch. Also es müsste uns, sollen wir uns da mal drüber unterhalten, wie man das macht, und das müssen wir mit euch zusammen machen, nämlich wie kann gezeigt werden, dass da außer dem, was wir jetzt hier wahrnehmen, und was ja schön wäre, wenn es uns gefällt ein bisschen, oder wenigstens interessant ist, zudem gibt es etwas anderes, ein anderes, in dem ist das alles drin. Das ist das Ergebnis dieses, das Bilddenken. Wie wären Möglichkeiten in einer Galerie, einem Museum, sowas zu zeigen? Also ich glaube, das müssen wir aufschreiben. Also, eine Masterthesis zu beschreiben. Eine Ausstellung, also die Ausstellung, die heißt nachher Ober- und Unterfläche. Und jeder weiß, was das ist. Das ist etwas ganz Gefährliches. Denn die Oberflächen, wir haben ja alle Oberflächen, die sind jetzt ja aber verblüht, darf man nicht mehr. Me too. Man darf niemanden mehr berühren. Obwohl wir ohne jemanden zu berühren überhaupt gar nicht existieren können. Die Ober- und Unterfläche, die ist so, hallo, die kann ich nicht. Aber selbst wenn man es heute lobt, also begebe mich, kündige an, hallo, deine Oberfläche finde ich gar nicht schlecht, aber ich mache nichts mit, keine Angst, keine Angst, keine Angst, aber ich gehe jetzt auf die Oberfläche. Kannst du mir folgen? Aber wir hören nicht richtig, okay, aber ich gehe jetzt auf die Unterfläche. Und auf der Unterfläche, da geschieht dann etwas, was da dürften dann Worte noch, das muss man aufgreifen. Oder eine Musik, die aus der Unterfläche kommt. Die Musiker machen das schon immer. Wenn sie noch eine Notenschuld haben. Die anderen machen dann eben, ich habe einen, können wir wahrscheinlich nicht kennen, Komponisten, Karl Koschka, der geheißen, Karl Koschka, der hat da so Zeichnungen, machen viele andere auch. Und dann den Musikern gehen, dann mussten die das interpretieren beim Spielen. Es ist jetzt eine Mischung aus Jazz und Beethoven, wo es dann ganz genau aufgeschrieben ist. Und es sind hier nur Zeichen und die kann ich dann, und dann so eine Linie machen. Das dann der Corona oben liegt, keine Ahnung. Also, ich glaube, wenn das, was ich behaupte, von der Ober- und Unterfläche Bestand haben könnte, dann müsste ich mich oder andere anschicken, die nicht jetzt in einem Wort zu propagieren, da so an die Wand geschmissen, das ist ja blöd, sondern die muss jetzt erscheinen in der Welt. Und dann haben wir da was anderes, diese Anekdote von Weizenbaum erzählt, Picasso, ja, wenn ich Schriftsteller wäre, dann könnte ich die auch in einem Maler und dann muss das so anders sehen. Da ist was Tolles dran. Das könnte man heute sagen, könnte denn, nein, es gibt nicht, im Nachhinein einem solchen Bild noch dazu, einem solchen Bild, noch eine Unterfläche.
wachsen. Das ging nur auf abgeschmackte Weise, indem man das scannt und da reinholt, und dann ist, was man macht, der Gaul, der Bier dann ganz gewaltig. Aber alles abgeschmackt. Historisch, wir müssen viel mehr die Geschichte achten, glaube ich. Und so ein Bild und 100.000 andere, die müssen wir achten. Ich jedenfalls möchte das. Ich möchte die achten. Wenn wir ins Museum gehen, die Bilder, die hängen da ja ganz traurig. Ich gehe da gerne rein, auch in Sachen, wo da gar niemand ist. Dann widme ich mich diesen Bildern und spreche sozusagen nicht sehr laut, weil ich weiß ja nicht, ob ihr da Abhörgeräte habt und so. Aber ich spreche leise zu denen. Ich bin jetzt hier. Und falls du das merkst durch deine Sensoren, ich kann nicht leiden. Oder wenn ein wenn wir hier eigentlich ein Mantria haben, was ich denen kann, schreibe auf ihr Blut. Also, der Mantria, da wird ja jeder sagen, oh, das ist ein ganz klares Programm, und in einer halben Stunde hast du das geschrieben. Nur produziert das keine Mantria. Ja, da gibt es Senkrechte, ja, da gibt es horizontale Balken, und dann kreuzen sie sich manchmal auf einem DCT-Dingsbums und das ist es, so ein diese Struktur. Und dann haben wir noch Rot, Gelb, Blau, da bringt du ein bisschen. Und dann gibt es auch Regeln, ob die sich benachbart berühren dürfen, durch einen Balken getrennt oder nicht. Und früh dürfen sie das auch später nicht mehr. Minimalismus hat uns. So. Jetzt ist der Mantrian aber nur interessiert an Balance und Harmonie. Und wieso ist jetzt hier das Ding ausbalanciert? Mache ich da so ein Programm, lasse das laufen, mache das irgendwas. Und dann, jeder von uns kann sein alles erscheinen, wie er ausbalanciert. Jetzt müssen wir das interaktiv machen. Und dann kannst du das da hin und her schieben. Dann kommst du nur drauf, in New York, ich weiß gar nicht, wie dieses heißt, da hat er dann so rote Klebestreifen gemacht, ja, um die wieder wegmachen zu können. Und wir bisschen versetzt hin. Jetzt interaktiv können wir das ganz lässig. Und dann können wir es in irgendeiner HFK, gerade so einem Montreal-Unterricht, ein Einführungsabend Nachmittag mit Montreal. Also wir werden ja gar nicht los und da kommen dann Medienzeit raus. Das macht dann niemand. Ja, muss man nämlich programmieren und das Programmieren ist ganz leicht. Ganz leicht. Und das können wir an sowas üben. Alle Studierenden, die hier sind, die müssen mir nachher, wenn ihr rausgeht, in die Hand zusagen, dass ihr es programmieren werdet. Sonst spreche ich nicht mehr mit euch. Ja, wir schauen jetzt die ganze Zeit auf die Ästhetik des Unfinished und dann machen wir die Ästhetik des Finished raus. Dann sitzen wir ja noch in der Stunde und werden dann rausgeschmissen. Nochmal ganz herzlichen Dank für diesen sehr reichen Vortrag, diese unglaublich vielen Ideen, natürlich auch die tollen Beziehungspunkte zu den früheren Vorträgen. Und ich glaube, das hat uns alles Material, viel Material geliefert, auch jetzt weiterzureden und nachzudenken über ein Glas Wein. Nochmal ganz herzlichen Dank wieder nach. Ja. Im Theater.